So, meine Freunde, damit willkommen zum wohl kürzesten Patch in der Geschichte von Valorant, wenn es da nicht so viel zu erklären gäbe. Denn im Grunde bringt der Patch 3.10 nur zwei Sachen mit sich. Auf der einen Seite Chamber, auf den wir eh schon seit zwei Wochen warten und den letzten Patch hätte schon kommen sollen. Und auf der anderen Seite der Five-Stack, der auch schon angekündigt wurde, aber auf den viele Spieler sich sehnsüchtig freuen. Wir wollen jedoch eins nach dem anderen ganz langsam durchgehen. Also zuallererst kommt morgen Chamber raus, das heißt, ihr könnt ihn wieder freispielen. Schaut natürlich gerne morgen im Stream vorbei, dort werden wir ihn nämlich wieder ausgiebig testen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und auf der anderen Seite natürlich der Five-Stack, auf den jetzt viele, viele Spieler wirklich gewartet haben. Jetzt sind die einen oder anderen vielleicht von euch etwas verwirrt, denn man konnte ja schon vorher zu fünft Competitive spielen. Allerdings immer nur unter gewissen Beschränkungen und diese wurden jetzt zumindest im Five-Stack eben aufgehoben. Allerdings unter einer gewissen Prämisse, die ich euch gleich noch genauer erklären werde. Bedeutet, ihr könnt nun endlich wieder zu fünft Competitive mit all euren Freunden spielen, egal welchen Rang sie haben. Selbst euer Immortal-Spieler kann in eurer Gold-Lobby mitspielen und das System wird trotzdem versuchen, euch gleich gute Gegner zu matchen, indem sie quasi die Durchschnitts-MMR berechnen. In dem Beispiel könntet ihr also, wenn ihr 4 Gold und einen Immortal-Spieler wärt, beispielsweise gegen 5 Platin-Spieler spielen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man endlich wieder mit seinen Freunden Competitive spielen kann, ohne dass irgendjemand smurfen muss oder man doch unrated spielen muss, weil die Rank-Restriktionen nicht genau klappen. Allerdings gibt es noch ein paar Nachteile, die das Ganze nicht ganz so günstig gestalten, aber dazu gleich mehr. Denn auch die Diamond 3 Spieler und natürlich alle darüber können sich wieder freuen, denn auch die dürfen wieder 5-Stack spielen. Vorher war es ja so, dass alle ab Diamond 3 nur noch Solo-Duo-Q spielen konnten und diese Spieler dürfen jetzt auch endlich wieder 5-Stack spielen. Jetzt gibt es allerdings mit diesem Feature im gleichen Zuge auch einen unfassbar großen Nachteil. Der ist wirklich nicht ohne. Denn wenn euer Five-Stack nicht den Rank-Restriktionen entspricht, bekommt ihr weniger Punkte. Und Leute, nicht nur ein bisschen, ihr bekommt heftig weniger Punkte. Ich blende euch dazu auch gerade mal die Rank-Restriktionen ein, also in welchen Bereichen ihr normalerweise miteinander spielen könntet. Und nun ist das so, wenn innerhalb von eurer Lobby nur ein Spieler ist, der einen Rang, also Gold 1, 2, 3 ist jeweils ein Rang, also einen Rang außerhalb der Rank-Restriktion liegt. Beispiel, der höchste Spieler von euch ist Platin 3 und normalerweise dürfte dann nur der niedrigste Gold 1 sein. Angenommen, der wäre jetzt Silber 3. Dann bekommt das komplette Squad 50% weniger Punkte. Anstatt 20 Punkte, also nur 10 für einen Win. Und Freunde, das Ganze kann bis zu 90% hochgehen. Bedeutet, dass ihr anstatt 20 Punkte nur 2 Punkte für einen Win bekommt. Die genauen Stufen sind in den Patchnotes leider nicht mit inbegriffen. Es steht allerdings drin, dass wenn ihr 4 Ranks Unterschied außerhalb der Rank-Restriktion habt, also anstatt Silber 3 ist er jetzt eben Bronze 3, bekommt ihr schon direkt 75% weniger Punkte. Das heißt, ihr müsst viermal so viel gewinnen, um dieselbe Anzahl von Punkten zu bekommen. Wie das Ganze bei einer Niederlage aussieht, weiß ich leider nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ihr bei einer Niederlage dafür aber auch weniger abgezogen bekommt, weil sonst wäre der Five-Stack, zumindest in meinen Augen, absolut useless, wenn man immer nur 10 Punkte gewinnen kann und dann vielleicht 18, 19, 20 wieder verliert. Und ab Diamond 3 wird diese Regelung nochmal verschärft, denn egal wie nah beisammen das Squad ab Diamond 3 von der Elo her liegt, das gesamte Squad bekommt einfach prinzipiell erstmal 50% weniger Punkte. Und natürlich, desto weiter der Rang auseinander liegt, desto schneller geht das Ganze auch schnell auf 75 oder 90% hoch. Also ich persönlich hatte mich auf den 5-Stack wirklich sehr gefreut, vor allem auf High Elo zu 5 zu spielen, super viel Spaß macht, aber 50% oder mehr weniger Punkte für ein Feature, was eigentlich selbstverständlich sein sollte in meinen Augen, ist schon ziemlich hart. Aber immerhin bin ich kein Radiant, denn dort sind die Regelungen nochmal verschärft. Die bekommen nämlich, egal wie nah das Squad beisammen liegt, erstmal direkt immer mindestens 75% weniger Punkte. Und wenn auch nur einer am Squad Immortal sein sollte, sind das direkt die 90 Punkte. Also ab Radiant wird es wirklich, wirklich hart. Und dazu kommt jetzt auch noch der Punkt, dass ihr nur gegen andere 5-Stacks gematcht werdet. Was natürlich erstmal auf der einen Seite sehr fair ist, auf der anderen Seite aber natürlich für extrem lange Wartezeiten, vor allem auf High Elo sorgt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke, ganz das, was sich die Community gewünscht hat, ist es nicht. Aber ich denke, dass Riot Games fürs Erste einen recht guten Kompromiss gefunden hat. Vor allem, weil sie auch gesagt haben, dass sie das Ganze auch nochmal anpassen werden. Oder wenn es ihnen gar nicht gefällt, auch wieder komplett entfernen werden. Und zudem könnte ich mir noch gut vorstellen, dass sich eure MMR nach wie vor noch gleich anpasst. Bedeutet, wenn ihr im Five-Stack ein paar Runden gewonnen habt und natürlich nicht so viele Punkte bekommen habt wie sonst und ihr dann in die Solo-Queue geht, könnte ich mir vorstellen, dass ihr deutlich mehr Punkte bekommt als sonst. Auf der einen Seite möchte Riot Games euch natürlich wieder die Möglichkeit geben, mit euren Freunden zu spielen. Auf der anderen Seite wollen sie aber natürlich damit auch Smurfs reduzieren, da die Rank-Restriktionen eben einer der größten Gründe waren, warum man smurft.
Mit den 50% weniger Punkten, beziehungsweise eventuell mehr, weiß ich allerdings nicht, wie attraktiv es ist, nicht zu smurfen für euer Squad. Weil wenn nur einer von eurem Squad nicht den Rank-Restriktionen entspricht, muss das gesamte Squad drunter leiden. Also das wird auf jeden Fall nochmal interessant und ich bin mal gespannt, ob Riot Games in den kommenden Wochen und Monaten nochmal den Zahlen etwas tweaken wird. Das war aber tatsächlich noch nicht alles, denn zusätzlich hat man sich jetzt noch dazu entschieden, den Four-Stick zu entfernen. Bedeutet, ihr könnt nun nicht mehr zu viert Competitive upqueen. Ich persönlich muss sagen, ich finde das Ganze sogar eine recht sinnvolle Änderung, denn wenn man zu viert gespielt hat, ist einem der eine Random eh meistens nur auf den Geist gegangen. Und andersrum, der eine Random hatte meistens mit den vier Premates eh nicht so viel Spaß, weil sie eben auf dem Discord kommuniziert haben und ihn relativ alleine gelassen haben und er quasi das fünfte Rad am Wagen war. Ob man auf High Elo, also ab Diamond 3, jedoch nun zu dritt spielen kann, stand nicht in den Patch Notes, weshalb ich einfach mal nicht davon ausgehe. Im Grunde war es das aber schon wieder tatsächlich für den Patch. Es gibt noch ein paar Bugfixes und Esports-Features, die können wir uns wieder schenken, aber die gewonnene Zeit würde ich tatsächlich sehr gerne nutzen und auf zwei große Community-Events nochmal aufmerksam machen. Denn ab diesem Sonntag wird unser AIM-Projekt starten, bei dem ich mit euch 4 Wochen lang euer AIM trainieren werde und wir dann quasi vorher und nachher die Ergebnisse vergleichen werden. Es darf jeder mitmachen, alle Infos dazu findet ihr im Discord, der Link ist dazu in der Videobeschreibung und ich glaube, wir haben sogar schon über 100 oder sogar 150 Teilnehmer. Ich würde mich sehr freuen, desto mehr mitmachen, denn desto mehr Ergebnisse haben wir am Ende einfach. Und das zweite Event betrifft das nächste Community-Turnier, welches am 18.12. stattfinden wird. Die Anmeldung dazu wird auch in den kommenden Tagen quasi freigeschaltet. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unserem Discord-Server. Und das Turnier wird gleichzeitig noch für mich die Möglichkeit sein, mir ein paar Spieler unter euch rauszusuchen, mit denen ich dann im nächsten Jahr, im Frühjahr, am Influencer-Tournament teilnehmen werde. Aber dazu wird es nochmal zu einem späteren Zeitpunkt mehr Infos geben. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.